Good morning, everyone, and it is Thursday. Gar nicht mehr, wie das geht. Als ich letztes Mal in Final Cut gesessen habe, da sind mir die Tastaturkürzel nicht mehr eingefallen. Da hab ich gedacht, eieiei, hier, jetzt wird's auch wieder Zeit. Heute hat die Ostsee sogar ein bisschen Wellengang. Gestern war nicht so dolle. Vorgestern war richtig gut. Ich kann mich richtig erinnern. Yeah. Versuche jetzt wirklich jeden Tag an den Strand zu kommen. Also jeden Morgen zum Sonnenaufgang. Außer es regnet halt richtig dolle. Oder mein Körper sagt, nee, jetzt bleiben wir mal lieber liegen, ne? Freundchen. Ich habe noch wirklich oft in letzter Zeit einen Livestream gemacht, wenn ich hier war, und habe den Sonnenaufgang live gezeigt. Periscope manchmal und manchmal auf unserer Facebook-Seite, hier dem User-Magazin. Kam immer ganz gut an. Also Periscope vor allem, weil das natürlich die Reichweite höher, dadurch, dass es ein eigenes Netzwerk dafür ist und da wirklich aus aller Welt jeder zugreifen kann und immer auch sieht, was gerade so live ist. Wobei wir bei unserer Facebook Magazin-Seite halt nur die Fans erreichen, die auch Fans sind. Weil auch nicht wenig sind inzwischen, aber die sind halt um die Zeit meistens noch nicht wach. Naja, aber auf der Facebook-Seite haben sich dann halt im Nachgang an den Shortlands wach waren oder im Laufe des Tages so. Das kann man ja mit den Live-Videos auch machen von Facebook, die bleiben ja da. Und dann waren sie auch total happy und waren sehr zufrieden damit und haben sich das gerne angeschaut. Naja, und so wollte ich das jetzt beibehalten. Und zwar, dass ich halt versuche, wirklich jeden Tag hierher zu kommen, einen Livestream zu machen, entweder auf Periscope oder auf eine von meinen Facebook-Seiten. Wobei da halt nur die User-Magazin-Seite oder halt die Teamer.com-Seite in Frage kommt. Für meine Begriffe. Und ja, nachdem ich letztens gemerkt habe, dass mir wirklich schon Tastaturkürzel gefehlt haben, beim Bearbeiten von einem Video, wo ich einfach nicht drauf kam, wie ich das gemacht habe sonst, da habe ich gedacht, okay, wird auch wieder Zeit für das Vloggen irgendwie. Fehlt mir ja auch, habe ich ja schon mal erwähnt zwischendurch. Und ich muss doch gerade feststellen, dass mein Arm jetzt schon Muskel abgebaut hat oder so, weil wird schon lahm und ich habe das sonst geschafft. Naja. Ich glaube, das ist halt ein Timelapse.
bereit, wieder nach Hause zu gehen. Dem Hund was zu fressen geben. Und dann einen Rechner setzen und arbeiten. Ja, ansonsten möchte ich demnächst wieder mehr vloggen. Yeah. Ich will auch versuchen, dass es wieder täglich ist, aber immer werde ich es bestimmt nicht schaffen. Mal gucken. Mal schauen, wie wir das machen. Auch werden die meisten Vlogs wohl ein bisschen kürzer werden als die üblichen Vlogs sonst. Viel mehr als das wird wohl nicht passieren jetzt. Je nachdem, wie ich Zeit habe und so. Und ja, aber es reicht ja auch für den Anfang. Mal schauen. Wenn ich kann und wenn es sich anbietet, machen die natürlich mehr. Ansonsten ist es so wie jetzt geplant. Zwischendurch ein Livestream für Facebook oder Periscope und dann schauen wir mal. Die letzten Tage und Wochen immer nur in Flipflops und kurzen Hosen am Strand. Und jetzt hier mit langen Hosen und festerem Schuhwerk fühlt sich nicht nur ungewohnt an, sondern auch unwohl. Keine Ahnung, gefällt mir nicht. Naja, ansonsten will ich das ein bisschen lockerer angehen lassen mit dem Vlog. Das wird sich auch qualitätsmäßig bemerkbar machen. Weil wenn ich keinen Bock habe, die große Kamera, die 7D hier mitzunehmen, dann nehme ich eher das Telefon oder vielleicht mal die GoPro oder so. Und das macht sich dann natürlich auch bei der Qualität bemerkbar. Aber naja, schauen wir mal. Obwohl ich den Druck eigentlich immer brauchte. Also den Druck, das täglich zu machen und den Druck, die relativ gute Qualität daraus zu holen, beziehungsweise war das mein Anspruch immer. Also ich habe den Druck gebraucht und aber auch den Anspruch gehabt, dass ich da was Gutes abliefern will. Und das ist eigentlich immer noch so.